jetzt in der Lage sein, den Durchgang nach Bastengar freizulegen. Das Tor wird sich mit unserem Willen öffnen. Wird es wirklich funktionieren? Es ist viel größer als alles, was wir bisher bewegt haben. Vertrauen und Zuversicht. Du brauchst mehr davon. Nee, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich dann aber echt gespannt. Ob man auch vielleicht einen Unterschied merkt im Kampf? Wäre auch geil. Du bist ein bisschen schneller oder irgendwas. Oder mehr Schaden. Hast du etwas gefunden? Ich bin bereit, den Durchgang nach Bastengar zu öffnen. Du kannst die Dorfbewohner zum Aufbruch rufen. Nicht so schnell. Es gibt nämlich noch ein Hindernis. Ein ziemlich sandiges Hindernis. Auf der Steinbrücke soll ein großes Phantom sein. Sie zu überqueren ist für jedermann gefährlich. Aber was ist mit dir? Dann sollte ich das Phantom beiseite schaffen. Wie groß ist es? Ich nehme an, du wirst damit klarkommen. Vielen Dank für die nützlichen Informationen. Ah, ja. Wie immer. Oh, sei doch nicht so. Wir werden nie damit klarkommen. Ich habe sogar eine Kleinigkeit für dich. Eine Rüstung? Sie wurde von den besten Kriegerinnen und Kriegern getragen, die dieses Land je gesehen hat. Ja, neue Rüstung. Und jetzt, let's go. Zeig dem Phantom, wo der Hammer hängt. Ritterplatte. Okay, zeig mal her, aber zeig mal her. Okay. 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 Cool. Cool. Okay. Oh, klingt aber auch gar nicht mehr so verkehrt. Stein ablegen. Wie kriegen denn überhaupt? Wenn ich den ableg. Frag nur so für einen Freund. Wir haben jetzt einen Tausender. Ich hebe mir das trotzdem ein bisschen auf, weil ich möchte es mit den Ränge da haben. Ich möchte Rang 2 da mal komplett alles öffnen und vielleicht sogar mit Rang 3 dann auch noch das ein oder andere öffnen. Wäre vielleicht einmal definitiv nicht schlecht. Würde aber dann doch... Ja, die haue ich mal wieder dazu. Ist zwar was Geiles, aber... Nee. Habe ich dann doch lieber die Peitsche wieder am Start. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Definitiv. Na, da werden sie jetzt aber deppert schon. Jetzt bin ich aber auch gespannt, ob das jetzt auch ein Unterschied ist oder nicht. Aha. Der hebt gleich ein bisschen mehr als nur die Eisentier. Bleib zurück. Es ist zu gefährlich. Es ist definitiv groß, ja. Das Ding hat auf uns gewartet. Es ging auf das Tor der Ritter zu, um uns den Weg zu versperren. Lass es uns beenden. Wir sind jetzt stark genug. Würde mich jetzt aber interessieren, kartentechnisch, wo sind wir da jetzt? Aha! Lass es uns beenden. Wir sind jetzt stark genug. Die Mühe ist schon vor alle Fälle mal ein bisschen. Aber wir brauchen auch unbedingt einmal den Armbus unbedingt. Diesen Weg viele Reichtümer und auch tapfere Frauen und Männer. Eines Tages wird es seine Bestimmung vielleicht wieder erfüllen. Bin ich gespannt. Jetzt bin ich extrem gespannt auf den großen Bissdeppert. Was haben wir da Schönes? Ja, unbedingt. Unbedingt. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn überhaupt eine? Das ist ja wieder das Nächste. Was haben wir jetzt am besten überhaupt eine? Super. Kann man das nicht vielleicht irgendwie Auswahl wechseln? Ja, so. Oder? Nee. Nein, doch. Oh.
Okay. Da haben wir die jeweilige Fähigkeit. Okay, den Schaden von zerschmettern. Das ist eigentlich jetzt sowieso unnötig, wenn wir die Fähigkeit jetzt nicht am Start haben. Ja, dann nehmen wir mal die. Mit den Hammer haben wir mal auf alle Fälle. Was denn, was ich mal gönnen möchte? Ich hätte aber gesagt, ja. Ja. Glaub ich glaube, ich wäre gar nicht mal so uns wieder. Ja. Mit ein bisschen Explosion und alles drum und dran. Ich glaube, das ist gar nicht so uns wieder jetzt. Let's go. Es handelt sich um sehr altes Wissen. Ich kann mich nicht erinnern, wie sie gemacht wird. Ach, Stufe 4, aber ist es so. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich muss ja mal ein bisschen wieder beobachten, den Haberer. Geht dabei. Geht dabei. Geht dabei. Ist aber definitiv in Ordnung. Da war er gar nicht so schlimm oder sonst was. Also geht, 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 geht. Sag ich jetzt einmal dazu. Wenn man nur ein bisschen gescheit aufpasst und alles drum und dran, ist er jetzt gar nicht zu uns wieder der Gegner. Ist er relativ chillig. Muss halt nur aufpassen auf sein Leben. Wenn man nicht auf sein Leben aufpasst, bist du komplett im Arsch da haben. Aber komplett. Ja, komplett hinklammert. Scheiße. Puh, das war ein bisschen knapp. Das ist jetzt echt ein bisschen knapp, Digga. Warte mal, warte mal, warte mal. Damit er jetzt ein bisschen wieder kassiert, der Abra. Jetzt hat er wieder schön gekriegt. Jetzt hat er echt wieder sehr, sehr schön gekriegt. Ah, sehr gut. Voll easy. Voll easy, der Gegner. Bist du, der war dann wieder so dermaßen einfach. Da gibt es wieder manche Gegner, wo du so denkst, Alter, wie... Das kann eh wieder was werden mit dem fetten Tierl da. Endlich können wir dieses Tor anheben. Wir sollten sicherstellen, dass wir hier alles erledigt haben, falls wir nicht wiederkommen. Ich spüre ein seltsames Phantom, das sich um den Amboss in der Nähe herumtreibt. Es könnte sich lohnen, dagegen zu kämpfen. Aber wir machen es so, wie du möchtest. Bist du bereit zu gehen? Aha. Noch dann nicht. Noch nicht. Ich muss noch Vorbereitungen treffen. Aha, gut zu wissen. Definitiv sehr, sehr gut zu wissen. Würde mich jetzt aber voll erwischt interessieren. Was haben wir denn so alles in der Nähe? Okay, wir hätten mal einen Elite-Gegner. Alles klar. Wir haben ja auch noch so einiges dann noch so am Start. Elite Gegner könnten wir eigentlich relativ gerne mal vorbeischauen. Definitiv. Meine Sinne gehören dir. Sind mir jetzt aber interessiert, ob da ein Splitter in der Nähe ist. Aber was haben wir denn da Schönes da oben?
Habe die Herren. Was haben wir denn da Schickes? Ui, na schau, na schau. Die anderen drei Sachen sind ein bisschen dezent sehr weit besteppert. So lustig. Was muss ich nicht auffischen? Da kommen wir eh schon wieder an. Da haben wir eh schon wieder angezeigt. So, ja, ja, da ist was. Da ist was, Chefe. Ich würde mal aufpassen. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ich kann es wieder tun. Sieh mal, ich habe noch ein Stück des Gauntlet. Es ist noch nicht alles verloren. Wir? Wie es sich einfach Arif und du? Schild. Dieser Feigling hat uns verlassen, als wir ihn am meisten brauchten. Der große Anführer. Möge er im Sande verrotten. Schwester, bitte. Nein, Valerie. Sieh, was passiert ist. Wir können nicht noch einmal alles riskieren. Die Ritter würden es nicht überleben. Die Ritter werden nicht überleben, wenn sie sich verstecken und in der Dunkelheit verschwinden. Diese Waffe ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Oder unser Untergang. Das könnte der Grund sein, warum Arif alles hinter sich gelassen hat. Denk mal drüber nach. Ich finde das einfach nur so geil, dass er sich einfach im Boden hinsetzt und die einfach das so dermaßen genießt. Ihre Schwester? Worüber haben Sie sich gestritten? Es ging um eine große Zerstörung. Sieh dich um. Dieser Ort hat schon mehr als eine Tragödie erlebt. Kannst du dich an etwas erinnern? Nein, an nichts. Würde mich jetzt aber voll ein interessieren, weil man das die ganze Zeit das aufzeigt, dass da jetzt irgendwo was sein könnte. Dementsprechend schaue ich so ein bisschen. Ah, weiter! Muss aber auch mal den Scheißtrick sehen, bist du deppert? Muss auch mal finden, den aber, Alter. Da geht's ja, da geht's schön tief runter. Und teilweise sind die echt, echt lustig beieinander. Aber da haben wir mal wieder den nächsten Elite, aber. Was haben wir denn wieder für ein schön? Voll da. Was ist denn da jetzt schon wieder für Avara? Elite. Das ist mal der Erste. Ich bin ein kompletter Marsch. Ja, 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 Alter. Glück gehabt jetzt. Aufpassen, muss wieder aufpassen. Aha. Okay. Ein bisschen Respekt vor ihm. Definitiv ein bisschen Respekt vor ihm. Aber passt. Ist definitiv machbar, der Avara. Ist definitiv machbar. Diese Gegner da, das ist ein Graus. Die fliegenden Gegner sind echt, echt mies. Lass mich wenigstens den einen oder anderen attackieren und tschüss, Papa. Und den anderen markieren. Lass mich den anderen markieren. Sonst bin ich nur ein Schuss. Passt. Das sind echt nervig, die fliegenden Havara. Das sind echt, echt nervig. Schleicht sie einfach. Das ist lustig. Das ist echt lustig, aber schleicht sie einfach. Aha. Aufpassen. Aufpassen jetzt. Sehr gut. Nur noch ein bisschen Geduld. Nur noch ein bisschen Geduld. Thank you.
Komm, ich bin eh schon am Schwitzen. Es dauert eh fix nicht mehr so lang. Tabara, komm. Wieso machst du es mir jetzt echt so? Der wäre normalerweise 20 Mal Meier gegangen jetzt schon. 20 Mal, safe. Und gib ihm jetzt eine. Der wär 10-mal Meier gegangen. Der war 100-mal Meier gegangen in dem Moment. Alter, du kannst mir nicht erzählen, dass ich am nicht in den letzten paar Millimeter, oder? Der war sogar größer wie mein Schwaf, oder? Na, erledigt hätte jetzt. Das. Was soll denn das jetzt für ein Scheiß? Jetzt komme ich nicht einmal mehr auf, oder was? Super. Oder was soll denn das für ein Scheiß werden? Alter, na sei mir nicht ab. Alter, so. Ich hätte den locker gehabt, sei mir nicht böse. Und dann kommen natürlich mal wieder die fliegenden Hurensöhne dann mal wieder dazu. Ist ja eklig, aber scheiße mal auf die fliegenden Hurensöhne. Alter. Das Problem ist ja eigentlich quasi, dass teilweise nicht mal gescheit den ein oder anderen Havarter markieren kann. Passt so, jetzt ist er wieder. Ja. Da hier nochmal. Oder nicht? Der wurscht nicht. Respekt, was? Definitiv jetzt ein bisschen Respekt. Weg mit einer. Wenn die weg sind, ist wenigstens alles Paletti ist dann. Definitiv alles Paletti. Da versteck dich da nicht, du Fuhr Abschied. Da gleich hier, bla, bam, tschüss. Wächst da noch in die Pappen, auf wichtig und richtig angelehnt. Das ist ein eiseres Baby noch zusätzlich, dass jeder noch relativ schäbig ist, oder? Der hat keine Chance mit der Avara. Der hat keine Chance mit der Avara. Und vergessen. Und vergessen der Hund. Die Steuerung nicht so grausig hier. Was der, ein bisschen mit Angst. Ein bisschen jetzt definitiv mit Angst, aber passt schon. Bam. Wichtig. Wichtiger Angriff jetzt. Ja, Mann. Geht eh voll easy gegen ihn, aber Alter. Er wollte mir einfach nicht merken, der Hund. So ein scheiß Wichser. Na, ohne Spaß. Der Urbeidl, Alter. Und dann auch noch diese Steuerung anschauen. Man hasst sie ja einfach ab und zu, man hasst sie einfach so dermaßen. Gehen wir da einmal auf weiter. Aber ich will meine Punkte haben. Ich will meinen scheiß verfickten Kristall haben. Wichtig und richtig. Ich behalte lieber. Und das hat auch wieder was mit Verbündeten zu tun, also dementsprechend dann auch noch umso unnötiger. Aber dennoch,
Ich behalte lieber mein Leben. Aber was ihr definitiv behalten werdet, ist die nächste Folge. Macht überhaupt keinen Sinn, aber Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.